Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem Staubsaugerroboter. Ihr wisst ja, ich hatte oder habe, den ist ja immer noch existent, habe einen Staubsaugerroboter bei mir rumfahren, rumcruisen. Und das ist wirklich schön. Es heißt, oder sie heißt Mariechen. Nun gibt's ein Upgrade. Yeah! Weil das hier ist der Zuse Z50. Geil, wirklich geil. Es ist ein Saugroboter. Und jetzt haltet euch fest, mit Wischfunktion. Wow, awesome. Weil vorher der Saugroboter saugt mit einem Vakuum, ganz normal. Und dieser Roboter hier von Zuse, der wischt auch gleichzeitig auch noch den Boden. Ist das geil? Ja, natürlich. Starke 3000 Pascal Saugkraft mit 5200 mAh LG Battery. Und dieser Robot Vacuum Cleaner ist auch noch kompatibel mit Alexa, Google Home und Siri. Und es ist ein selbstaufladender Roboter-Staubsauger. Natürlich braucht er trotzdem eine Energiequelle, okay? Also der holt jetzt nicht seine Energie aus dem aufgesaugten Material, sondern das bedeutet halt nur, dass er automatisch zur Homebase zurückkehrt und sich dort auflädt. Wir haben eine sehr starke Saugleistung für so einen kleinen Mann oder Mädchen oder wir oder diverses. Der Staubsaugerroboter Z50 verfügt über eine starke Saugkraft von 3000 Pascal, zwei Bürstenköpfe und eine einfache Entfernung von Tierhaaren und Staub, welche dadurch vereinfacht wird. Das heißt, irgendwo fliegt da das Zeug der Katze, des Hundes, des Meerschweinchens oder des Menschen rum. Und die Bürsten, die unten dran sind, die positionieren das so, dass es dann eingesaugt werden kann. Nice. Und wir haben 5200 mAh. Das ist ein hochwertiger Lithium-Akku. Oder Akkus werden zwei Packs wahrscheinlich sein, die dort zu Buche schlagen und hier ihre Energie reindrücken. Der Zuse WLAN-Saugroboter mit 290 Minuten Arbeitszeit wird er angegeben. 290 Minuten, das ist echt lang. 6, 12, 18, 24, das sind fast 5 Stunden. Fast 5 Stunden kann er rumpesen und alles sauber machen. Ey, das ist übelst, finde ich. Natürlich denke ich mal, wenn man dort die Saugleistung etwas erhöhen sollte, wird das nicht 5 Stunden sein. Aber egal, selbst 3 Stunden sind heftig, wirklich. Also, nice. Wir können 350 Quadratmeter Wohnfläche und wir haben da demzufolge eine große Staubbox von 0,6 Litern. Das heißt also, wir können 350 Quadratmeter damit abdecken. 350 Quadratmeter. Also ich wohne auf 120 Quadratmeter. Das heißt also, Riesenfläche der Abdeckung. 0,6 Liter Staubvolumen ist vollkommen okay, wenn da jetzt nicht große Stöckchen oder so reingequetscht werden oder große monströse Wattebällchen rumfliegen, klar. Das heißt also, dadurch kommt auch die große Quadratmeterzahl zustande. Und wir können sie mit einer App und oder Alexa etc. steuern, also einem Sprachassistenten oder der App. Das ist ganz einfach über Alexa Sprachbefehle, übers Smartphone mit der App. Da müsst ihr darauf achten, dass es 2,4 GHz WLAN unterstützt, Wi-Fi Network. Aber es ist kein Problem, selbst wenn ihr ein 5 GHz Netz habt, ist es kein Ding, weil nämlich jeder Router mit 5 GHz kann auch 2,4 GHz. Der macht dann einfach ein extra Band auf. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, es mit Fernbedienung ganz einfach zu steuern. Wir haben eine flexible Einstellung der Reinigungszeiten und die Reinigungsarbeiten können dann ganz gechillt dieses Maschinchen hier automatisch abarbeiten. Und es ist ein smarter Saugroboter. Er arbeitet mit einem Gyroskop, er navigiert so, es sind 26 Sensoren eingebaut und dadurch kann er sehr intelligent reinigen. Anti-Collision, Anti-Fall und sehr gut geeignet für Häuser mit Treppen und vielen Möbeln, weil er einfach
die Umgebung scannt und dann merkt, oh, da geht's runter, da fahre ich besser nicht lang, oder da kommt ein Obstacle, ein Hindernis, da fahre ich dann auch nicht lang. Und was echt krass ist, on top zu dem schönen Saugen gibt es die Wischfunktion. Und die Wischfunktion geht bis 300 Quadratmeter. Wir haben also eine starke Saugleistung und modernste Wischtechnik. Wir können bis zu 400 Milliliter an einer Flüssigkeit, sprich Wasser und was ihr eigentlich wollt, Spüli, Boden, Reinigungsflüssigkeit, was auch immer, dort reinpacken. Und diese 400 Milliliter werden dann in drei Stufen da draus auf den Boden geballert und dann zum Wischen benutzt. Ein Vakuum Z50 haben wir, eine Ladestation, ein Adapter, eine Fernbedienung, zwei linke Seitenbürsten, zwei rechte Seitenbürsten und ein elektronischer Wassertank. Zwei Möpslis, ein HEPA-Filter und ein Schwammfilter. Den können wir 50 Mal waschen, kein Problem. Eine Reinigungsbürste ist auch noch dabei und wir haben einen 2-in-1 Staubsauger, der mit Amazon Alexa und Google Assistant funktioniert. Cool. Markenqualität ist verbaut. LG 5200 mAh LG Lithium Akku. Dann haben wir einen ARM Cortex A35 Chip und einen Nadec Präzisionsmotor verbaut. Also nice. Der kann aufsammeln und fegen in einem. Doppelseitige Bürsten und schwebende Walzenbürste nehmen alles auf, was vor ihm kommt. Wir haben Filterung. Wir haben eine dreifache Filterung. Das heißt also, oben kommt saubere Luft rein als wie unten. Und wischen. 0,6 Liter elektronisch gesteuerter Wassertank. Drei wählbare Wassermengen können wir auf dem Boden dann applizieren und geeignet für Vielzahl von Fliesen, Holzböden und auch Teppiche sind dabei. Also ihr seht, ein großer Spektrum an Zeugs, wo wir dieses Teil einsetzen können. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie es verbaut ist, wie es verpackt ist. Kommt her in so einer Tragebox. Wir öffnen das Teil mal und schauen uns mal da was rein. So, jetzt ist es soweit. Wir öffnen den Fuzzi und drehen mal um. Und zum Vorschein kommt: Let's make a cleaning much easier. Also okay, ja klar. Natürlich, mit Roboter Power können wir die Reinigungsarbeiten wirklich vereinfachen im Haushalt. Ich finde das total cool, dass wir in einer Zeit leben, wo solche smarten Geräte unser Leben doch vereinfachen. Also echt cool. So, was haben wir hier? Happy oder nicht happy? Quick Start Guide haben wir am Start. Ne? Hier ist der diese Home Station. Da können wir dann, wird er automatisch wieder reinfahren und dann seine Aufladung ballern. Da muss ein bisschen Platz sein. Klar, alles super. Und hier haben wir auch dann die Möglichkeit, er sollte nicht unbedingt jetzt massiv auf solche Franzenteppiche losgelassen werden, klar, ne, weil da sind drehbare Sachen, das ist, glaube ich, wirklich logisch. Dann sagt er, das wird er ja merken, da wird er nicht runterfahren. Man sollte nicht zu massive, nasse Sachen vor ihn hinpacken und er soll nicht auf eine Waage fahren, das verstehe ich nicht, aber okay. Okay, alles klar. Also, lasst ihn nicht über eine Personenwaage fahren, ja? Also, das wollen wir nicht. So, was haben wir hier? Z50 Robo Cleaner in Englisch und Deutsch ist die Bedienungsanleitung. So, auch bebildert und in Farbe. Ohne Garantiekarte ist dabei. Und wir öffnen weiter und gucken mal, das hier ist Verpackungsstuff. Okay. Also, bis jetzt haben wir sehr schön, hier, guck mal, Pappe alles benutzt. Sehr gut, Pappe ist immer gut. Ein bisschen Folie ist halt dabei. Aber diese Folie ist immer nur dafür da, um die Oberflächen zu schützen. So, dann haben wir hier, oh, das ist cool. Hier ist direkt ein Schneidewerkzeug mit drin. Das heißt also, da ist ein Cuttermesser drin, um an der Walze Fremdstoffe abzuballern. Sehr cool. Auf der anderen Seite gibt es einen Brush. Energieversorgung haben wir hier. Alles klar. Kabel ist ungefähr 1 Meter bis 1,5 Meter lang. Ganz normaler Netzstecker. Hier ist die Fernbedienung. Ne? Die Fernbedienung, die Fernbedienung, die Fernbedienung. Die ist auch cool. Kann man ganz einfach benutzen. Ne? Automatikmodus, fahr zurück, fahr vor, fahr links, fahr rechts, call.
Das heißt, also wir rufen ihn zu uns und ein Okay können wir bestätigen. Hier können wir dann die Wisch-Option einschalten, hier die Vakuum-Option, hier Ton ausmachen. Hier können wir ihn dann in die verschiedenen Sequenzen, der kann da viereckig was machen, der kann den ganzen Raum abscannen und abfahren etc. So, alles klar. Das da ist dann nur auf diesen einen Punkt, wenn ihr irgendwas verschüttet habt etc., hilft er euch dabei, diesen Punkt zu reinigen. Da kommen zwei AAA galvanische Zellen rein oder Akkus, wie ihr wollt. So, das haben wir hier. Hier ist die Bodenstation. Die Bodenstation ist dafür da, damit der akkubetriebene Freund auch wieder sich aufladen kann. Ne? So, jetzt müssen wir das erstmal hier entfernen. So, also, das da ist so ein Infrarot-Panel. Damit kommuniziert diese Ladestation mit dem Teil selber und kann sich nämlich dann bemerkbar machen, wo es ist. Und dann fährt das Gerätchen automatisch an die Freunde dran. So, und wohin fährt er? Hier an die beiden Kontakte, darüber wird er nämlich geladen. Sehr schön, vernünftig verbaut, alles cool. Ja, sieht gut aus. Ja, alles gut, alles gut. So, please open the bottom cover of the charging stand and find the charging port and adapter. Then you can charge it. Ja, klar. So, diese Seite müssen wir öffnen. Warum? Weil da drin ist nämlich das Teil, welches unsere Energie in die Haltestation rein freundet. Ne? Das heißt also, irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und die Energie kommt demzufolge aus unserem Bordspannungsnetz. So, wie machen wir das da rein? Da ist ein Stecker, da stecken wir es ein und jetzt können wir hier, wenn wir nicht so viel Kabel brauchen, können wir das hier drum wickeln. So haben wir das Kabelmanagement vernünftig gelöst. Wenn wir die komplette Länge brauchen, können wir ihn hier an der Seite rausführen. Wir müssen ihn sowieso rausführen und dann wieder zumachen. So, das ist gut gelöst, sehr smart gelöst. Das haben die gut gemacht, ohne Frage. Dann haben wir hier noch einen Filter. Ne? Das ist ein Filter. So, wir haben einmal hier Schaumstofffilterung. Hier haben wir Papierfilter. Sehr schön. Dann haben wir hier, das ist cool, das ist so ein Band. Das Band ist dafür da, um dem Roboter zu sagen, hier nicht lang. Das macht ihr am besten zum Beispiel, wenn ihr an einer Treppe seid. Dort gibt es ja eine Fußleiste, macht ihr das so neben die Fußleiste, klebt es da drauf mit doppelseitigem Klebeband zum Beispiel. Oder ihr könnt es auch festschrauben. Oder ihr macht das habe ich bei mir. Wir haben so eine Couch, ne, so eine L-Couch. Und dann habe ich die Dinger, die kann man nachkaufen, habe ich 5 Meter, glaube ich, gekauft und habe das unter der Couch so lang gelaufen. Warum? Weil, ich weiß, ich bin zu fett, deshalb ist die Couch etwas runtergegangen, weil ich zu fett bin. Und dann klemmen sich immer meine Roboter da ein. Deshalb habe ich die jetzt rausgenommen und sauge die dann einfach mit der Hand ab. Ne? Das ist sehr schön. Damit können wir also Regionen ausklammern, wo unser Roboter nicht lang darf. Das ist dann sehr sinnvoll, um ihn vor dem Hinfallen etc. zu schützen. So, was haben wir hier? Cool, guck mal hier, das ist der Wischer. Ne, der Wischer, das wird befeuchtet und damit wischt er sozusagen dann den Boden ab. Sehr cool, vernünftig, okay. Dann haben wir hier die Einheit, die Wischeinheit wird das wohl sein. So, hier ist, also wir haben zwei Wischer, ein Reservewischer. Und dieser Wischer ist hier dran, ja genau, mit Klettverschluss. Ne? Seht ihr dieses zarte? Und das ist mit Klettverschluss hier drauf. Dort. Das können wir abziehen. Dann haben wir hier den Tank. Okay. Dann haben wir hier den Tank und können dadurch dann so richtig loslegen. Sehr cool. Eine Rolle dran. Sehr nice, wirklich sehr nice. So, jetzt gucken wir mal, wie das geht hier. Das intuitiv zu lösen ist. Also hier ist. Ah, so, cool. Zack. Hier drücken, runter und dann hoch damit. So, und schon haben wir unseren Tank dabei. Und hier wird dann der Dust Compartment sein, 0,6 Liter, weil hier oben ist der Filter drin. Ne, der Filter ist hier oben. Darunter ist der zu finden. Und den können wir auch entfernen, indem wir hier öffnen.
flupp. Dann haben wir hier die Möglichkeit, dann den Filter rauszunehmen und können diesen Filter dann ausspülen. Es reicht wirklich, wenn ihr den auswascht. Nur wichtig ist dann auch diesen kleinen Filter, hier ist nämlich noch ein Filter, abzuwaschen. Wir haben einen Schaumstofffilter, wir haben einen Papierfilter und wir haben so einen Fließfilter. Das können wir alles mit Wasser abwaschen, ohne Frage. Nur ganz wichtig ist, dass das danach wirklich trocken ist, bevor wir das wieder reinquetschen. Ganz wichtig. Das muss ganz trocken sein, also am besten 24 Stunden stehen lassen, bis es wirklich trocken ist. Und dann packen wir das hier wieder rein. Das ist auch so ein bisschen mit Gummi. Ja, das funktioniert ganz gut. Und dann schließen wir das hier wieder. Okay. So, und wie läuft das hier? Wird demzufolge wohl das Vakuum kommen. Von hier wird der Motor das Vakuum aufbauen. Dadurch zieht es hier an dieser Klappe, ist eine Rückschlagklappe drin, seht ihr die, die zurückschlägt. Durch diese Zurückschlagklappe wird dann, wenn er nicht saugt, diese zurückschlagen und hier drin sammelt sich dann der Schmodderdreck etc. Und unser Tank, ich lasse es nochmal draußen, unser Tank des Wassers befindet sich hier drin. Hier können wir den öffnen, zack, und dort können wir ihn auch einfüllen. Cool, hier kommt also unser Wischwasser rein. Das Wischwasser steht dann hier drinne, wird dann durch die Pumpen oder durch eine Pumpe wird es dann verteilt. Und zwar 1, 2, an diese zwei Punkte, denke ich mal, wird es dann ausgegeben, wenn ich das so richtig sehe. Hier wird, hier ist der Motor auch drinne. Guck mal, da ist der Motor drinne. Und hier wird er mit Strom veraufschlagt, dass er dann lospumpt. Verstehe. Ja, und dann gibt er sein Stuff nach unten ab. Und das wird entweder diese kleinen Düsen, ich denke mal, es sind diese kleinen Düsen, die wir hier dort, dort und dort sehen. Also das wäre jetzt so aus meiner Logik her. Und das benetzt dann hier unser Stückchen, welches wir hier drauf pappen können. So. Sehr schön. Und das benetzt das dann und er fährt damit ja über den Holzboden zum Beispiel, über den Hartholzboden etc. und macht dort erstmal eine Saugung, dann kommt es hier rein und eine Wischung in einem. Richtig cool. Sehr nice. So, wie können wir das wieder hier reinmachen? Lass mal kurz schauen. Das war ja mit dem Anheben. So rein. Und dann wieder reindrücken. Zack, schon ist wieder in Position. Ich wiederhole nochmal. Hier draufdrücken, rausheben. Und dann können wir es entleeren. Entleeren können wir ganz einfach hier rüber so aufmachen. Und dann kommt das hier raus. Dann können wir das auch noch auspusten etc. Oder natürlich, wir gehen dann wirklich ganz hin und öffnen hier noch die Freundin und können es dann hier ganz groß auskippen. Das geht dann natürlich noch einfacher. So, alles cool, das funktioniert, alles nice, wieder festdrücken, reindrücken, alles klar. Sehr schön. Okay, das ist also die Einheit zum Wischen. So, erstmal richtig rum hinpacken. Cool. So, sieht er aus. Er ist von den Dimensionen wie ein Standard Staubsauger, der heutzutage unterwegs ist. Die Höhe kann ich schnell messen. Die Höhe des Gefährtes ist ganz genau 8,5 cm und der Durchmesser des Gefährts ist 34 cm. 8,5, also sprich 9 cm solltet ihr Bodenfreiheit haben, damit es oder er oder sie, was auch immer, wie ihr sie nennen möchtet, da durchfahren kann. So, dann haben wir hier einen Anschaltknopf. Und hier ein Losknopf, das heißt also manuell können wir es auch noch am Gerät selber machen. Und hier Remove Before Use, klar, das sind nämlich die Freunde, die Sensoren hier verändern. Guck mal, das ist der Anschlagsensor. Ne? Wenn der eingedrückt wird, merkt das Gerät, oh Kacke, da ist ein Hindernis, da kann ich nicht lang. Ne? Und das geht auch von den Seiten, wie ihr seht. Ne? Und so fährt es dann rum und macht seinen Job. So, hier vorne sind auch Gummipuffer dran, wie ihr seht. Und hier vorne sind Sensoren. So, hier sind auch wieder Sensoren überall verbaut, die dann überall gucken, was da so abgeht. Ne? So, und die kommunizieren natürlich auch mit unserer Ladestation und wissen dann oder sagen dann dem Roboter, wo er hin muss.
So, und jetzt gucken wir uns die Rückseite an. So. Und hier sehen wir jetzt, dass wir diesen Roboter auch noch in zwei Versionen benutzen können, weil hier ist schon ein Tank drin, den wir entnehmen können. So, und das ist jetzt der große Tank. Der ist jetzt nur für den Prozess des Saugens. Hier ist auch nochmal ein Filter drin. Seht ihr den Filter? So, da war jetzt ein Filter drin. Genau das gleiche wieder. Können wir wechseln, können wir benutzen, können wir ausspülen, können wir trocknen lassen. Also wir haben 1, 2, 3 Filtersets dabei. Sehr schön, das ist gut. Und wir können natürlich dann auch dieses ganze System aufklappen. Das ist einfach echt, ganzes System aufklappen. Hier dieses Vlies natürlich auch reinigen. Und hier diesen Bereich, der ist komplett dann für die Trockensaugung da. Und hier ist dieses Rückschlagventil, was wir auch bei dem anderen haben. Sehr schön. Vernünftig Design, vernünftig und großes Volumen. Und wir haben dann die Möglichkeit, dieses System einzubauen. Und dieses System ist demzufolge dann das zum Wischen. Zack. So einfach können wir das wechseln. Ne? Jetzt ist er auf Wischen und Saugen. Nur dadurch, da hat er natürlich einen kleineren Bereich, einen kleineren Space, einen kleineren Vorrat für den Dreck. Aber da ist die Wischfunktion dabei. Hier ist er unterwegs und kann demzufolge dann ganz normal wie jeder andere Kohlestaubsauger, auch die ich ja schon habe, kann er dann nur den Wischprozess durchführen. So, auch ganz einfach zu removen. Hier unten runter, zack, raus, ausleeren, wieder zurückkommen und wieder gucken. Und schaut immer auch hier rein, dass dort kein Schmutz oder anderer Stuff sich befindet. So, was haben wir noch am Start? Das können wir erstmal so lassen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit aufzuklappen und diese Freundin hier rauszuholen und zu reinigen. Die dreht sich die ganze Zeit, um dann auch Schmutz etc. in die Öffnungen der Ansaugvorrichtung zu bewegen. Ne? Und das ist ja hier hinter. Seht ihr, ich kann da durchgreifen. Hier überall wird angesaugt. Und hier vorne die Brush, die wir gleich montieren, kommen hier hin, werden hier hingesetzt und kommen hier dann durch. Und der ist dafür da, um alles aufzunehmen und dieses da reinzuschieben. Den solltet ihr alle paar Wochen auch mal reinigen. So, wie rum machen wir den rein? Wir haben eine Seite mit einer Welle, die andere Seite mit einem Viereck. Mal schauen, jetzt habe ich es gerade vergessen, wie rum habe ich es denn rausgenommen? So, das heißt, eine Seite wird angetrieben, das wird diese hier sein und die andere Seite läuft mit. Ah, genau, deshalb ist hier nämlich auch dieses, ja, dieses Lager drauf, welches dann von hier angetrieben wird, von dem im Prinzip von diesem Viereck. Sehr, sehr, auch sehr smart, aber auch sehr simpel designt. Denn je simpler es ist, je sinnvoller funktioniert es auch. So, hier haben wir federgelagerte Rollen, Gummirollen, die sich bewegen. Elektromotoren sind da dran, die das dann ihren Job erledigen. Hier vorne ist ein drehbarer Gummiknauf, eine Gummirolle. Und hier sind die beiden Aufladepunkte, die dann benutzt werden, um die Energie da reinzukriegen. Ne? Die beiden kommen da drauf und dann wird das, also ne, der ist jetzt von unten, das ist von unten, der dreht, steht dann anders, der fährt dann hier auf die Ladestation und lädt sich dort auf. So, dann haben wir hier Brushes. Diese Brushes müssen wir natürlich installieren. Wir haben einmal rechts, einmal links. Mal gucken, ob es die Brushes auch in rechts und links gibt, bevor ich hier irgendwas falsch reinklipse. Aber die sehen mir alle identisch aus. Nee, tun sie nicht. Guck mal da. Steht ein R. Und hier steht ein R. Weil wir haben ein Ersatzset dabei. Und hier steht ein R. Ha, siehste. Na, L und R. Also, wir gehen hier mit L, drücken das rein, dann ist es drin. Und diese Teile bewegen sich dann und bringen den Schmutz schon mal hier in die Richtung. Und vor allen Dingen auch die Ecken. So, und hier nochmal, kurz checken. R und da R. Draufdrücken, drauf. Um die zu wechseln, können wir die ja abziehen. Zack, wieder abziehen und dann neue drauf machen. Ne, wenn die mal kaputt sein sollten, abgerissen sein sollten, etc. So, und hier sieht man auch dann den Aufschlagsdämpfer. Sieht alles gut und nice aus. Und das Beste ist, wir können hier wischen. Wirklich endcool, dieses Teil. Finde ich sehr interessant. Das ist ein Upgrade zu einem normalen, standardisierten Wischer, nee, nicht Wischer, sondern Saug,
Roboter, der kann jetzt nämlich auch noch wischen. Wirklich endcool, sage ich. Wirklich endcool. Das ist also der gute, geile Susi oder Suse, der heißt aber Susi dann bei mir, genau. Robot Vacuum Cleaner. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Soon soon. Mopping mode. Cleaning paused. I'm here. I'm here. Edge cleaning start. Cleaning paused. Spot cleaning start. Cleaning paused. Mopping mode. Recharge. Recharging.